Nutzung. Und nachdem ich ja bereits seit dem letzten Jahr die Airbag-Weste von Elite nutze und mit ihr ganz zufrieden bin, habe ich jetzt mal ein neues Produkt des Herstellers, des französischen Herstellers, anprobiert. Das ist eine Tourenjacke, die speziell auf die Bedürfnisse von Reisenden und Tourenden, Motorradfahrern abgestellt ist. Wir sehen schon helle Signalfarbe. Wir sehen viele Taschen, die auch zum Großteil wasserdicht sind. Ist wieder die Kartusche eingebaut, die den Airbag auslösen soll, weil das ist der eigentliche Knaller an der Jacke. Hier ist ein Airbag eingebaut, der im Falle eines Sturzes sich aufbläht und somit den gesamten Brustkorb, den Rücken und auch die Schultern schützen soll. Die Schultern werden darüber hinaus durch zusätzliche Schulterpolster auch geschützt. Und den Airbag, den kann man auch noch herausnehmen. Hier unten ist extra ein Fach, sodass man die Jacke beispielsweise problemlos waschen kann oder auch im Sommer auf eine kurze Tour nur mal schnell zum Eiscafé um die Ecke so tragen kann. Sehr charmant, ein Winterinnenfutter, das man auch herausnehmen kann, sodass die Jacke sehr vielseitig über die gesamte Saison einsetzbar erscheint. Vom Material her finden wir, wo habe ich es gesehen? Irgendwo gibt es ein Schild, wir finden Cordura-Material, also die bewährte Textilfaser, die von vielen Motorrad-Bekleidungsherstellern auch genutzt wird. Ich denke, damit ist dem Hersteller ein ziemlicher Coup gelungen. Ich kann ja nochmal die Jacke auch zumachen, um zu zeigen, dass man sie nicht nur offen fahren muss, sondern natürlich auch geschlossen fahren kann. Die Wasserdichtigkeit sieht man hier vorne im Bereich des Reißverschlusses, wird durch überlappende Stoffflaschen sichergestellt, die mit Klett und mit Druckknöpfen verschließbar ist. Damit haben wir hier ein Produkt, das, glaube ich, die Bedürfnisse von uns tourenfreundlichen Motorradfahrern sehr gut trifft. Vielen Dank. Egal, ob es um die Meisterschaft geht oder um den letzten und vorletzten Platz. Auch die beiden betteln sich immer hart. Also keiner will letzter werden, natürlich. Thank you.
Thank you.